Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was für ein doofer Satz, aber das ist schon so eine Floskel, die hat man schon so intus, ne? Meine Lieben, das hier ist das Video für die Wochenbotschaft vom 27.02. bis zum 5.03.2023. Ich werde diese Legung beginnen mit den Weisheitskarten, ja? Und werde dann eine Neunerlegung für euch legen. Es wird heute mal ein bisschen spezifischer. Das werde ich mit dem Golden Tarot machen. Und ich habe hier das Gilded Lenormand. Das werde ich noch zum Klären verwenden. Genauso wie diese Weisheitskarten auch. Deswegen, es wird heute ein bisschen mal anders. Aber ich wollte mal wieder, ich hatte Bock auf was Neues, meine Lieben. Und ich nehme euch da einfach mit. Und ich gucke dann, wie eure Feedbacks sind. Und genau, und dementsprechend werden wir dann entscheiden, ob wir diese Legung so weiterlegen oder nicht. Ne? Ich werde ganz zum Schluss nochmal, ich habe hier ein neues Kartenset für euch. Ich habe das gefunden, ich fand das ganz, ganz niedlich. Und zwar heißt das, der Moment ist dein Leben. Achtsamkeitskarten für zwischendurch. Ja, und die werde ich dann auch noch zum Schluss für euch ziehen, weil die sind ganz toll. Da kann man so kleine Rituale machen oder man hat so Impulse. Ja, so ein bisschen mal aus einer anderen Perspektive die ganze Sache betrachtet. Und ihr wisst ja, die, die mich kennen, ich finde ja alles, was mal neu ist und was anders ist und wo man nicht immer wiederkehrende gleiche Ereignisse und Abläufe hat, finde ich ja super. Ja, alles andere, was immer einhergeht mit allem, was mal gleich ist jedes Mal, das ist für mich der Tod. Das muss transformiert werden. Und deswegen, meine Lieben, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal was anderes hier für euch bei der Wochenbotschaft. Und ich freue mich über eure Feedbacks. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier der schöpferische Funke. Okay, und was haben wir noch? Und Lernen. Ah, okay, das ist interessant. In der kommenden Woche wirst du Botschaften aus der lichtvollen geistigen Welt erhalten, liebe Seele, und wirst aufgrund dessen wirst du in eine Phase des Lernens kommen. Vielleicht im Bereich der Spiritualität möchtest du etwas lernen oder generell, was deine Seele jetzt als Erfahrung machen möchte, da bekommst du die Impulse von oben. Das kann im Schlaf sein, das kann durch einen Film sein, durch eine Radioreportage, eine Dokumentation oder ein Gespräch mit einer anderen Person. Also irgendwo in deinem Leben wird sich der schöpferische Funke manifestieren, ja, und wird dir sozusagen etwas lehren. Also du wirst hier lernen in der kommenden Woche. Du wirst etwas verstehen lernen, begreifen lernen. Ja, das wird die Woche, die wird sehr interessant, aufregend und zugleich eventuell sehr spannend. So, meine Lieben, jetzt werden wir erstmal die Karten hier zur Seite packen, weil die kommen links, die kommen rechts. Und ich habe mir nämlich wieder was ausgedacht. Also was heißt ausgedacht? Ich habe das impulsmäßig als Bild bekommen und habe mir dann gedacht, ja, wie soll ich denn diese Legung legen? Ich habe keine Ahnung. Und dann kamen die Botschaften. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was mein Kollektiv dazu sagt. Oh mein Gott. Ja, es ist so ein bisschen auf Eis, ne? Hier, wo ich mich gerade bewege. Es ist eine dünne Schicht Eis, aber ich nehme euch alle mit und wir werden sehen, was uns hier erwartet. Ich bin ganz gespannt. So, ja, okay. Die kommende Woche beginnt hier bei dir mit 7 der Stäbe. Das heißt, du wirst das Gefühl haben, dass du dich immer rechtfertigen musst. Du wirst etwas Neues beginnen wollen in der kommenden Woche. Du musst sagen, ich habe da total Bock drauf. Vielleicht ist es genau das, was du lernen möchtest. Du hast den Funken, dass du etwas Neues lernen möchtest. Ja, du willst hier, du bist hier präsent als Hohepriesterin und zumindest präsentierst du dich energetisch. Hier so in diesem Bild. Und es könnte sein, dass dadurch, dass du dein Wissen erweitern möchtest, dass du wach wirst oder erwachen tust, dich weiterentwickeln tust, möchtest du mehr wie sonst vielleicht oder du möchtest einfach weiterziehen. Und es gibt hier Menschen in deinem Umfeld, liebe Seele, die sagen, nö, warum machst du denn das?
Das hat doch gar keinen Sinn. Das hat doch gar kein Fundament. Lass das doch mal sein. Also hier ist irgendwo ein gewisser Gegendruck in der kommenden Woche in Bezug auf das, was du tun möchtest, was du neu anfangen möchtest. Aber du weißt schon intuitiv, dass das dein Interesse ist und dass du genau das machen möchtest. Ja? Es könnte sein, dass du hier verreisen musst in Bezug auf diese Situation. Ja? Dass du sagst, also okay, lerne an einem anderen Ort oder ich muss irgendwo hin, um etwas Neues zu beginnen. Oder du möchtest generell mal wieder raus, um Land und Leute zu kennenzulernen, zu erfahren, zu leben. Also irgendwas wird hier, ja, haben wir den Neustart. Du wirst etwas Neues anfangen. Du wirst definitiv etwas Neues anfangen. Du wirst eventuell in die Ferne gehen müssen, du wirst dich verändern, du wirst zumindest erstmal die Pläne dahingehend wirst du schmieden, dass du hier eine Veränderung leben wirst oder leben möchtest und da wirst du auf Widerstand stoßen, jetzt habe ich es, ja. So, wir gucken mal weiter, was hier kommt. In Bezug auf den Widerstand wirst du dich zurückziehen. Ja? Du sagst, hey, pass mal auf, ich bin hier die Hohepriesterin. Ich spüre und ich fühle, dass das, was ich tun möchte, das, was ich anfangen möchte, das, was ich Neues lernen möchte, dass das für mich gut ist. Und du ziehst dich von Menschen in der kommenden Woche zurück, die sozusagen permanent und ständig dich davon abhalten wollen. Ja? Du ziehst dich zurück und von diesen Menschen und du gehst aber in Bezug auf deinen Neuanfang jetzt nicht sehr schnell voran, sondern du bist sehr bedächtig, du bist sehr fühlend, du bist visualisierend, du bist schauend, ja, und du wirst hier langsam dein neues Ziel entgegensehen, du wirst langsam, in einem langsamen Tempo wirst du die Dinge regeln und klären. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn man etwas Neues macht, dann möchte man wirklich, dass es auch perfekt ist. Man möchte alles abwägen und das wirst du, zumindest in der kommenden Woche, wirst du das planen. Du wirst auch überlegen, okay, das ist mit dem Hermit, du wirst auch überlegen, okay, um was geht es hier? Welchen Weg kann ich gehen? Welches Ziel ist wirklich mein Ziel? Mit 6 der Schwerter bist du sehr zielorientiert. Und du weißt letztendlich mit 6 der Schwerter durch den Hermit, was du möchtest, wo es hingehen soll. Ja? Und das ist sehr, sehr gut. Also der Hermit ist nicht nur der Rückzug von Menschen, die dir nicht gut tun, sondern auch von der Möglichkeit, die du dir nimmst, wo möchte ich hin? Was soll mein Neuanfang sein? Was möchte ich lernen? Ja? Was brauche ich von da, wo ich stehe, bis da, wo ich hin möchte? Ja, also du wirst viel reflektieren, du wirst, wenn es hier ums Ausland geht, wirst du vieles eventuell noch klären müssen und ja, also von dem her bist du nächste Woche sehr planend unterwegs, sehr strukturierend unterwegs, eventuell hast du es hier mit einer Schlange zu tun, das heißt einer Person, die dich davon abhalten möchte, beziehungsweise das ist eine Person, die dir deine Entwicklung nicht gönnt. Es kann aber auch sein, dass das die Person ist, die, wo du dich rechtfertigen musst. Oder aber diese ganze Entwicklung hier geht auf Umwege voran. Ja, dass du halt wirklich etwas länger brauchst für diese ganze Entwicklung. So, wir schauen weiter, um was es hier noch geht. So, wir haben die Einfachheit. Ich denke auch, dass in dieser kommenden Woche für dich ganz wichtig ist, dass die Situation für dich einfach in der Handhabung, einfach in der Umsetzung ist. Du möchtest es auch nächste Woche nicht kompliziert haben. Du möchtest in dieser Woche, in der es hier geht, möchtest du auch... du möchtest letztendlich nicht auf Umwege diese Geschichte haben. Du möchtest mehr in der Leichtigkeit sein. Ja, und deswegen lässt du dir auch Zeit, um die Dinge genau zu überdenken. Ja, um dein Ziel genau zu bestimmen. Ja, und da ist es einfacher, sich erstmal zurückzuziehen, ein Stück weiter drüber nachzudenken und dann zu sagen, okay, was möchte ich jetzt wirklich? Also nächste Woche, beziehungsweise
ich lege ja jetzt die Karten für die nächste Woche, also für die genannte Woche, 27.02. bis 5.03. Hast du dein Augenmerk wirklich auf deinen Erwachungsprozess, auf deine Weiterentwicklung, auf die Entwicklung des Lernens, ja, des Wissens erweitern, dein Wissen vergrößern, Erfahrungen machen? Das ist für dich in der kommenden Woche ganz, ganz wichtig. Ja, du bist auch sehr verkopft, du bist sehr nachdenklich, du bist sehr überlegend, weil du möchtest hier am liebsten alles sehr genau machen. Du möchtest in Perfektion arbeiten, aber dennoch soll es einfach sein. Also du darfst ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu sehr kopflastig wirst und dass du nicht mehr mitkriegst, wenn dir jemand Hilfe oder Unterstützung vielleicht auch anbieten möchte. Denn das wirst du in dem Moment nämlich nicht mitkriegen. Genau, und dadurch bist du nämlich blockiert. Du kannst dadurch, dass du so verkopft sein wirst, kannst du keine Entscheidung treffen. Hier musst du mal ein bisschen aufpassen, dass du dich von Menschen wirklich fernhältst, die hier toxisch in deinem Leben sind. Oder es könnte auch dein Ego sein, was hier sozusagen sich in den Vordergrund stellen möchte. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu bedenken, dass du da bitte in der Leichtigkeit bleibst. So, wir haben zwei Karten, und zwar einmal den Herrn und einmal die Lilien. Ja, für einige wird es sein, dass du hier nächste Woche ein Familienthema mit deinem Gegenüber nochmal leben darfst. Ja, eventuell, ich sag mal, was ich reinkriege. Ja, einige von euch werden Bedenken haben, wenn sie in die Ferne gehen, um hier etwas zu lernen, ja, dass hier eventuell eine dritte Person eine Rolle spielen könnte, wo dein Gegenüber sich mit ihr eventuell bekannt geht. Die andere Variante, die ich hier sehe, ist, dass dieses Thema Familie, dein Gegenüber, dass du da einiges noch zu klären hast, ja, dass vielleicht diese Menschen eher blockierend in deinem Leben sind, weil sie dich nicht gehen lassen wollen, ja, da musst du mal gucken, wie du damit in Resonanz gehst, ja, vielleicht warst du mal da, warst immer präsent und jetzt auf einmal bist du es halt nicht mehr so, ich lege es euch mal so hin, dass ihr es sehen könnt. Und es ist für die Menschen einfach ein Stück weit schwierig, wenn du dann halt jetzt auf einmal sagst, ja, ich möchte jetzt aber meinen Weg gehen, ne? Ich möchte jetzt gerne mal das tun, was mir gut tut. Könnte hier ein bisschen schwierig werden, weil wir hier die Familie haben, wir haben die Schlange. Die Schlange kann auch eine Person in der Familie sein, die hier zu Konflikten führt. Aber wie gesagt, nur in ganz, ganz wenigen Fällen wird es wirklich eine dritte Person sein. So nach dem Motto, dein Gegenüber hat Bedarf und dann ist das halt so passiert. Ne? Ihr kennt diese Storys. Das könnte hier sein, dass du da so ein bisschen misstrauisch wirst deinem Gegenüber. Aber wie gesagt, das ist ein ganz kleiner Teil. Ich sehe halt hier eher, dass du dich weiterentwickeln möchtest, dass du deinen Weg weitergehen möchtest, dass du mal in dich investieren möchtest. Und du aber blockiert bist hier durch entweder dein eigenes Ego oder eine dritte Person, die dich hier nicht gehen lassen möchte, die zwar schon möchte, dass es dir gut geht, aber sie möchte dich halt nicht loslassen, ja? Also hier haben wir auch so ein bisschen Verlustängste und es sorgt dafür, dass du verkopft bist und dass du auch eventuell hier sehr doch etwas größere Schwierigkeiten hast, wirklich eine Entscheidung zu treffen, ne? Weil du hast nicht gedacht, dass das so schwer wird. Ja, und um diesen Zustand nämlich hier zu eliminieren, möchte es mal so nett ausdrücken, ja, ist es wichtig, dass du hier Ordnung schaffst. Dass du wirklich mal sagst, passt mal auf, Leute, das ist mein Leben, ich möchte es so. Und bitte stellt mir keine Steine in den Weg, denn letztendlich, wenn ihr so einen Weg gehen würdet und ihr möchtet euch weiterentwickeln, dann würde ich euch auch gehen lassen, ja.
das ist hier eine göttliche Fügung. Du hast hier die höhere Macht an deiner Seite. Das heißt, dieser Zustand ist letztendlich auch ein Stück weit schicksalshaft. Ja? Es geht hier um dich. Ja? Es ist da, es darf sich wirklich in dieser Woche wirklich mal nur um dich drehen. Ja? Und du wirst hier alte Themen transformieren. Du bist hier wie so in so einer Art Metamorphose. Du bist hier in einem Zustand, wo du alte Dinge hinter dir lassen möchtest. Du möchtest einfach in der nächsten Woche Dinge lernen, Dinge anschieben, Dinge in Erfahrung bringen, die dir dienlich sind. Du möchtest hier einen Neuanfang machen und dann nimmst du auch die Reise in Kauf oder eine Entfernung oder vielleicht machst du ein Fernstudium oder machst eine Heilarbeit in Form von Fernheilung. Also irgendwas hier wirst du für dich tun in der kommenden Woche, wo andere eventuell so ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil du diesen Weg gehst. Aber es ist hier wirklich dein Weg. Es ist dein Sein. Es soll so sein. Und das ist gut so, dass das jetzt hier passiert. Du bist nämlich eine Person, die relativ spirituell ist, relativ gut erwacht ist, relativ gut weiß, was sie will. Ja, und du einfach hier fokussiert bist auf deine neuen Ziele. Ja, mit 6 der Schwerter bist du zielorientiert und möchtest halt wirklich dich weiterentwickeln. Und da hast du jemanden an deiner Seite, der eventuell hier oder eine andere Person, die nicht wirklich möchte, dass du das, was du jetzt tust, umsetzt. Deswegen ist das alles etwas gedrosselt vom Tempo her. Und deswegen bist du hier auch noch etwas entscheidungsunfreudig, ja, obwohl du alles hast, was du brauchst. Du könntest sofort losstarten. Ja, aber du hast hier den inneren Konflikt, weil du äußere Einflüsse hast. Und zieh dich bitte von diesem inneren Konflikt auch ab. Denn diese Menschen, die hier gerne wollen, dass du dich rechtfertigst, die sorgen auch dafür, dass diese nach außen hin gehende Rechtfertigung für dich auch ein innerer Konflikt darstellen wird, ja? Also da wirst du wirklich überlegen und deswegen gehst du hier zurück und du musst überlegen und das blockiert dich ein Stück weit schon, ne? Aber wie gesagt, du wolltest es einfach haben, es geht hier um einen Neuanfang, es geht hier um das Lernen. Wir haben 2-mal die lichtvolle geistige Welt mit hier an Bord und schaff mal Ordnung. Schaff mal Ordnung und mach dir mal Platz für deinen Werdegang in der nächsten Woche. So, wir gucken mal, um was es jetzt hier geht. Um was geht's hier? Okay, dann nehmen wir die. Innehalten, atmen, einfach in diesem Moment sein. Gönn dir immer wieder eine Atempause im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, wenn du auf den Bus wartest oder während das Teewasser kocht. Schenke dir und deinen Gedanken eine Pause. Atme ein paar Mal ganz bewusst tief ein und aus. Und verweile einfach in diesem Moment. Und das ist genau das, was du hier tun sollst. Wenn du merkst, du bist blockiert, wenn du merkst, du musst dich rechtfertigen, ja, dann gönne dir eine Atempause. Atme ein, anhalten, innehalten und halte einfach mal an. Denke nicht, rede nicht, einfach mal einatmen, ausatmen, anhalten. Ja, das ist hier ganz wichtig. Weil du wirst definitiv, wirst du in der Woche hier, wirst du deinen Weg gehen. Ja, du wirst etwas Neues machen und wirst dadurch, dass du das, was du Neues tun möchtest, wirst du hier auf gewisse Gegenwehr stoßen. Ja, das sind aber die Grenzen deiner Mitmenschen und nicht deine Grenzen. So sehe ich die kommende Woche. Ich finde es ehrlich gesagt sehr spannend. Haltet mich gerne mal auf dem Laufenden, was ihr da macht oder was ihr hier vorhabt, was ihr hier lernen möchtet oder was ihr hier Neues beginnen möchtet oder wofür ihr euch interessiert und mit was ihr euch beschäftigt. Ich denke, das wird ganz interessant werden. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo, ein Like und drücke gerne das kleine Glöckchen, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut!